Hi, guten Morgen. Hallo. Wir brauchen unbedingt Tipps von dir. Wir sind nämlich über diesen Sommer mit den FFH-Urlaubscampern unterwegs. Also das heißt, wir schicken jede Woche eine andere Familie in den Sommerurlaub, aber die wissen dann nicht, wohin. Die sitzen auf gepackten Koffern, bekommen von uns einen Camper und wir sagen dann, wo es hingeht und dann fahren die direkt los. Wow. Jetzt bist du ja quasi Experte, deswegen machen wir den Kelly Camper Crashkurs. Punkt 1, was ist denn so die oberste Regel in einem Camper oder großen Bus oder wie auch immer das bei euch ja war? Also ich muss sagen, ich habe ein Camper-Traumata, weil ich bin in einen Campingwagen geboren. Also als Baby bin ich wirklich in Irland auf dem Campingplatz zur Welt gekommen. Und ich bin dann natürlich in meiner Jugend sehr viel in so Camper und Doppeldeckerbusse und so rumgereist. Aber ich würde euch abraten, mit einem Camper Urlaub zu machen. Aber okay, das war jetzt die Wahrheit, jetzt kommt die Lüge. Camper sind geil, das macht so Spaß, das ist der Hammer, das ist Freiheit, das ist Roadtrip, ja. Und also ich bin so ein Fan vom Meer. Ich weiß, wahrscheinlich sind die ganzen Küsten jetzt voll, aber ich liebe das Meer und Naturschutzgebiete. Das wären so die zwei Dinge, die ich dann mit einem Camper machen würde, wenn ich einen hätte. Und hast du so vielleicht eins, zwei Do's and Don'ts, was man, wenn man mit anderen Menschen ja gezwungenermaßen auf engstem Raum zusammen ist, was man auf gar keinen Fall machen darf und was vielleicht total cool ist? Puh, das ist eine gute Frage. Damit es nicht so viel Streit gibt, vielleicht sollte man sagen, okay, Dienstag entscheidet Mama, was gegessen wird, Mittwoch entscheidet Papa, Donnerstag entscheiden die Kinder und dann gibt es ein bisschen so Konsens über Okay, cool. Pizza oder Dosen oder Burger King wird wahrscheinlich der Donnerstag werden, ja. Aber das sind wahrscheinlich, wenn noch ein Hund dabei ist, dann soll er auch noch entscheiden, ja. Das ist eigentlich eine gute Idee, auch für zu Hause. Es ist ja auch, selbst wenn man nicht im Camperurlaub macht, eine ganz gute Einteilung. Michael, wie habt ihr das damals gemacht, wenn so viele Menschen auf einem Fleck oder auf engstem Raum schlafen? Kann man da überhaupt schlafen? Weil irgendeiner schnarcht doch garantiert, oder? Ja, das ist, du gehst jetzt in meine Wunden rein, Daniel. Ich habe, glaube ich, erst mit 18 Jahren mein eigenes Schlafzimmer gehabt. Das war wirklich crazy. Im Doppeldeckerbus oder auf dem Hausboot, das war natürlich auf engstem Raum. Andererseits, wenn du in so einer Großfamilie groß wirst, du kennst es auch nicht anders. Anders genau, Das ja. ist einfach auch normal, dass man irgendwie so Zimmer teilt oder dass man, keine Ahnung, oben im Doppeldeckerbus hatten wir Jungs unsere Betten da über die Bänke gelegt und jeder hatte so sein Bett. Und morgens zum Aufstehen gab es das Lied Hotel California von The Eagles, ja. Oh. Das war der Weckruf. Das war schon geil. Ja. Also vielleicht sollte man auch für die Camper diesen Tipp geben, statt so einem Klingelingeling-Wecker einfach mal so einen Song Was einzustellen. Lässiges, ja. Hotel California oder Ja, Throwback. eben. Deine Throwback aktuelle Single, für ja? jede Lebenslage. Aber jetzt sag mal, wenn du so ein Trauma hast und jemand, der auf dem Campingplatz geboren wurde, würde der freiwillig Campingurlaub machen oder sagst du, Leute, mit dem Thema bin ich komplett durch für immer? Ja, ich sag, also so ein typisches Campingwagen glaube ich nicht, aber so einen alten Schulbus, ja, wie es im Throwback-Video ist, oder Ja. keine Ahnung, so ein Greyhound, wo wirklich viel Platz ist und dann aber in den USA, wo du einfach Strecke fahren kannst, oder Kanada, weißt du, so Ja. unendlich einfach fahren, 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 wie ein Berserker, weil das einfach so schön ist, was man dann immer vor den Ja. Augen hat. Skandinavien ist natürlich auch traumhaft für sowas. Also da gibt es echt in Schweden die Wahnsinns-Locations und die Straßen sind auch breit. Irland Ja. ist natürlich ja, ich muss sagen, Irland ist schon so ein schönes, cooles Camper-Urlaubsort. Also das kann man sich echt antun. Die ganze Südküste, die ganze Südküste, die ganze Südküste, ja, Ring of Ja. Kerry, dann hoch die Ostküste, Galway, Cliffs of Moher. Sensationell. Also, wenn irgendjemand irgendwann Irland besuchen will, dann schnappt euch einen Camper und macht 2 Wochen lang
einmal so ein Roundtrip, das ist Traum. Das klingt sehr spannend, wie du das erzählst. Ich glaube, Daniel und ich buchen jetzt direkt. Ja, wir buchen einfach Irland direkt. Genau. FFH goes international.